Hallo, hier ist wieder der Brandon von PBPlayD und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Dragon Ball Xenoverse und wir schauen jetzt mal, was wir heute so machen, denn wir haben beim letzten Mal bei der Storyline nichts gerissen bekommen. Wir haben keine Dragon Balls, okay. Und deswegen würde ich sagen, machen wir heute mal ein paar Parallelquests wieder, damit wir ein bisschen stärker werden, weil die beiden Cyborgs haben uns das schon ziemlich auf die Fresse gehauen. Das war schon richtig übel. Und dann starten wir noch direkt mal mit Super Saiyajin Legende. Das ist nämlich die nächste, die uns noch offen steht. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei, das ist ja wohl klar. Ich kann auch nackt kämpfen, da bin ich ein bisschen, in manchen Bereichen ein bisschen stärker, im anderen schlechter. Das Kostüm ist vielleicht auch nicht das Beste. Vielleicht sollten wir dann nochmal gucken, ob wir da nicht was anderes kaufen können. Oder was anderes haben, vielleicht. Wir können natürlich das hier wieder ausrüsten. Ich glaube, das machen wir auch mal. Das Cantana können wir lassen, glaube ich. Oder haben wir was anderes Nettes? Die bringen ja alle keine Stats, also ist es da eigentlich egal. So. Jetzt aber. Ja, jetzt sieht das auch besser aus mit Kostüm. Son Goku wäre auf jeden Fall eine gute Wahl, glaube ich. Nehmen wir mal den hier mit. Hey, it's me, Goku. Und Super Saiyajin Gohan. Können wir auch mitnehmen. Auch eine gute Entscheidung, denke ich. Besiege Freezer, ja, okay. Ja, hier diese popligen Soldaten. Die dürften kein Problem darstellen. Ah, daneben. Schade. KI auf den drauf. Dann fällt er auch um. Genau. Jetzt kommen neue Gegner hier, oder was? Nee, noch nicht. Vielleicht sollte man doch umskillen. Das wäre vielleicht doch eine gute Idee. Wo ist er? Da. Boah, jetzt kommt dann noch einer. Ramon ist auch wieder da. Oder auch da. Ich weiß nicht, ob der schon mal da war. Erstmal bis da fliegen, ey. Okay, der ist platt. Der ist auch hinüber und jetzt können wir durch das Portal, okay. Let
me show you the greatest fear the universe has ever known. Ach, die fliegen da lang. Dann ist es vielleicht kürzer. Ach, da ist er schon. I'm different from back then, Frieza. Why? Even you have become a Super Saiyan. So strong. How dare you, scum? Okay, das war nicht so effektiv. You're pretty good. That was one heck of a move. Ah, Son Goku redet auch mal mit. Okay, da muss ich mich auch mal wieder einschalten hier. Bin ein bisschen konzentriert, weil ich halt natürlich nicht auf die Fresse kriegen will. Ich weiß ja noch. Ich weiß ja, was noch kommt. Very well, if you want to die, let me show you the way. Okay, jetzt verwandelt er sich. Neue Form. Finale Form. Ja, weil wir coole Saiyajins sind. Deswegen haben wir so viel Power. Das leuchtet doch ein, oder? Lass meine Homeboys in Ruhe, Junge. Das sind quasi meine Vorfahren. Oh! Nee, 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 nee. Nicht von deiner komischen lila Kugel da. Kennt ihr dieses Video, wo der Junge von seinem Bruder gebissen wird? Charlie bit me and that really hurts. So klang das gerade. Ah, genau in dem Moment verpisst er sich, ey. Den hat er gefressen, aber der war auch nicht so mega effektiv jetzt. Ich glaube, ich sollte wirklich mal Dragon Ball sammeln und umgehen. Und weil ich halt fast alles über die normalen Grundangriffe mache hier irgendwie. Ja, dann mach. Bevor ich jetzt weiter meine KI an dir verballer. Ja, pumpt er seine Muskeln ein bisschen auf. Oh, der ist ja hinter mir. Aber das sollten wir noch geritzt kriegen hier, wir drei Saiyajins. Flieg doch nicht immer rum, Frieza, ey. Du Penner. Don't overwork yourself, sagt er. Danke, Mann, aber ich krieg das schon hin. Schön auf die Fresse kriegt der Freezer, Mann. Das sagst du so. Oh, Frieza, der ist schon ganz schön stark, ne?
Na gut, der muss ja auch was stärker sein. Wir sind ja auch mit drei Mann. Jetzt muss der aber sitzen hier. Ja, der war okay. Nee, 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 ich sterb hier nicht. Das kannst du knicken, Freezer, Mann. Aber Son Gohan geht gleich raus, ey. Und der sagt mir, ich soll mich nicht überarbeiten. Oh Mann, ey, Freezer, bleib doch mal stehen. Der ist so nervig. Der ist die ganze Zeit, ist der hier irgendwo sich am Rumfliegen, am Teleporten, was weiß ich. Kann halt ja nichts geben hier. Ja, so, Son Goku, jetzt reg dich doch mal auf. Halt die Fresse, Son Goku. Ich habe wieder volle Kraft hier. Ah, das war vielleicht zu früh jetzt. Ja, ah doch, habe ich noch getroffen. Gut. Ah, Son Gohan ist auch wieder am Start. Nice, hat er den geretzt. Und da ist er weg. War das schön. Und dafür nur ein C. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Ja gut, hat lange gedauert. Na, aber was soll ich machen? Ich habe so viel Durchschlagskraft nicht. Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal die Dragon Balls farmen. Und mir dann ein Umskillen wünschen. Dann gehe ich voll auf Grundangriffe. Ah, Tenshin Han, der alte Hund. Puh, was machen wir denn, ey? Das ist ja echt furchtbar. Die Zeitquest werde ich nicht schaffen. Ich hatte den einen Dämon, den einen Cyborg ja schon fast raus und dann kamen die auf einmal alle wieder an. Mich, oder kam der andere an, hat mich voll fertig, oder Trunks fertig gemacht, genau, so war das. Ketten Destructus Disc Salve. Super Vegeta. Finde den Wunsch. Wie soll ich denn Super Vegeta bekommen, wenn Vegeta gar nicht kämpft? Verstehe ich gar nicht. Oder kommt der vielleicht als Zusatz-Joker da rein? Der Super Saiyan schon Son Goku scheint auch irgendwann nochmal dazu zu kommen. Ja, ja, ja. Aber ich muss mal gucken zwischendurch, was hier so alles gibt. Wisst ihr was? Wir machen jetzt nochmal das Dragon Ball Quest. Ich weiß, ich mache das ständig hier, aber das ist. Eigentlich ist es ganz gut. Es gibt ein paar Punkte. Ich mache das auch gerne alleine, dann kann ich nämlich besser kontrollieren, wie ich den Zeitsoldaten raushau. Und eigentlich ist das kein Problem, das zu schaffen. Ich weiß nicht, warum das in der letzten Folge mal so lange gedauert hat. Das ist halt ein guter Lückenfüller. Das dauert so 2 Minütchen oder so. So, der ist weg. So, der Krillin ist auch weg. Hat er geblockt, okay. Ja, und da gibt's noch viel mehr, wo die herkommt. Und es ist wieder kein Zeitsoldat da. Na, aber gut, letztes Mal habe ich in, sagen wir mal, 2-3 Stunden ungefähr alle Dragon Balls gefarmt. Also das geht relativ zügig.
wenn man das die ganze Zeit hier durchsuchtet. Dieses Gammel-Quest hier. Habe ich natürlich offscreen gemacht, weil das will ja auch keiner sehen kann. Oh, Leute, ey. Nur mal entspannt bleiben. Die könnten mir richtig Probleme machen, wenn die mal zusammenarbeiten würden. Machen die aber nicht. Ich könnte es mir natürlich auch leichter machen. Noch leichter. Wenn ich einfach, hier noch zwei Partner mitnehmen würde in das Quest. Zum Beispiel die beiden, Shenlong-Drachen oder so. Allerdings, muss ich den, oder erhöht es die Chance, finde ich, einen Dragon Ball zu kriegen, wenn man den Side-Sodat mit einem Ultra-Angriff niederbügelt. Und das kann ich besser kontrollieren, wenn ich halt alleine bin. Auch nice, ja. Hi there. Oh, jetzt ist die weg. Ist die runtergefallen. Hätte die schon fast zu früh getötet. Das ist jetzt das Problem. Jetzt ist die KI nicht mehr clever genug, um da hochzukommen. Ja komm, greif mich mal an. Bam. Ein einfacher Schlag hätte es auch getan, ich weiß. Aber dann hätte ich halt keinen Ultra-Angriff gehabt. Und jetzt habe ich schon wieder nur ein Materialabdruck. Das gibt's doch gar nicht. Neuversuch. Ja. Es ist halt, wenn ich ein Schlüsselobjekt kriege, das steht dann unten auch Schlüsselobjekt, dann ist es ein Dragon Ball. Ansonsten ist es ein normales Item oder beziehungsweise eine Mr. Satan Marke. Und der ist auch weg. Super schön. Zeitsoldat, Zeitsoldat. Ah, sehr gut. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt hat die auch andere Stats, seht ihr schon. Oh, das ist nett. Die hat jetzt mehr Leben zum Beispiel als eben. Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, das wären richtige Player-Stats oder so, aber anscheinend nicht. Jetzt müssen wir einmal hier runter. Ist es jetzt gut, Mädchen? Ich könnte natürlich auch meine KI-Sachen benutzen. Ich spare mir aber extra die Energie jetzt auf für meinen Ultra-Angriff. So nicht. So nicht. Und gib ihm. Jawohl, da haben wir ein Schlüsselobjekt. Geht doch. So, dann brauche ich einmal das Portal. Und dann müssen wir noch einmal Son Gohan und Piccolo raushauen. Und wenn wir Pech haben, auch noch Son Goku. Ja, Piccolo, ich weiß. Saiyans aren't the only ones who are trained in the art of battle. Ja, Daddy. Brauchst deinen Vater nicht rufen. Not bad, but the battle has just begun. What's that? Komm her, Piccolo.
Ja, ja, die blöde Cannon da. Kannst du mir ruhig reinschießen, ist egal. Du solltest mir lieber mal beibringen. Ja, und das war klar. Natürlich kommt jetzt wieder Son Goku an. Ah, so this is where the energy is coming from. I'm joining in. You're pretty good. That was one heck of a move. Muss man es mal zum Schläger machen. Da sind nämlich die Ausrüstungen besser. Es gibt mehr Ausrüstung für Schläger. Die von Mira, die Ausrüstung ist ziemlich geil für KI-Typen, aber die können wir nicht tragen, weil wir halt eine Frau sind. Und da ist er weg. Ja, so sieht das aus. Dann liegt man da und frisst Gras. 3-Sterne-Ball. Habe ich ja gesagt. So. Und damit würde ich auch noch sagen, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt DreamWorks Xenoverse... Oh, Mr. Satan, den habe ich noch nicht in meiner Liste. Glaube ich. Nein. Von dir kann ich nichts lernen. Irgendwann muss ich dich annehmen, ich weiß, aber... Weil ich natürlich gerne alle Lehrer mal durchhabe. Aber okay, schauen wir mal. Also, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt DreamWorks Xenoverse. Auf Wiedersehen. Tschüss.